Ja, also meine Damen und Herren, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel zwischen dem Balinger SC und der TSG Balingen. Ein herzliches Willkommen den beiden Trainern. Zu meiner Rechten ein guter alter Bekannter im Kaiserstuhlstadion, Martin Braun, Coach der TSG Balingen, und zu meiner Linken aus unserem Trainerteam, Dennis Bührer. Ja, Martin, 0:2, dir gebührt das erste Wort zum Spiel. Dennis, BSC, Gratulation zum Sieg. Spiel ungefähr genauso, wie man es erwarten konnte, ich zumindest. Sehr ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften, finde ich, die aktuell, also der BSC nach der Winterpause, glaube ich, das war das 7. Spiel zu 0. Defensiv sehr gut organisiert. Und von dem her war das dann schon klar, dass wenn man in Rückstand gerät, dass es Arbeit wird. Und von dem her war, wir hatten nach 5 Minuten eine gute Chance, um in Führung zu gehen. Und dann beim 1-0, finde ich, das muss ich mir nochmal angucken, aber da finde ich, da haben wir nicht gut ausgesehen. Und das war natürlich dann für Balinger schon gut, glaube ich. Und das 2-0 machen sie dann einfach gut. Qualität vom Santiago Fischer, der einfach eine extrem hohe Abschlussqualität hat. Von 17, 18 Meter den Ball in die Ecke platziert, und dann war schon klar, dass es für uns schwierig wird, noch was zu holen. Allerdings finde ich dann, dass wir es dann gut gemacht haben. Also wir haben dann wirklich, sind trotzdem auch stabil geblieben, haben danach, ich glaube nach dem 2-0 hatte Balinger keine ganz große Chance mehr. Das war gut, dass wir das so hinbekommen haben. Selber hatten wir nicht so viele Torchancen, einfach ein Spiel mit wenig Torchancen. Zweite Halbzeit hat man dann schon 2-3 ordentliche Chancen, keine ganz großen, ordentlichen. Und da war halt die Hoffnung, dass wir den Anschlusstreffer erzielen, dann wäre es vielleicht nochmal spannend geworden. Aber BSC hat dann gut verteidigt und in den 2-3 Aktionen auch das notwendige Glück gehabt. Und deshalb haben sie dann am Ende auch verdient gewonnen. Trotzdem bin ich jetzt nicht völlig unzufrieden. Die Leistung war in Ordnung. Das sind Spiele, alle ganz ausgeglichene Spiele. Wir hatten vor 2 Wochen in Aalen ein ähnliches Spiel, umgekehrte Richtung. Da haben wir 2-0 geführt in der Halbzeit und dann gut verteidigt. Und das ist so. Wir müssen weiter in jedem Spiel am Detail arbeiten, dass wir dann wieder Spiele haben, wo wir solche Spiele gewinnen. Dennis und BSC, wie immer, alles Gute. Und ja, braucht man nicht viel mehr sagen. Alles gut. Vielen Dank, Martin. Ja, Dennis, deine Meinung zum Spiel. Ja, das Gleiche, was Martin schon gesagt hat, dass wenn Balingen ein Tor macht, dann wird es für uns auch schwer. Das wussten wir auch. Und jetzt war es andersrum heute. Das hat uns natürlich gefreut. Auch wieder Tim Probst, sehr gut. Dieses 1-0, ja, auch erzwungen ein Stück weit. Dann schießen wir das 2-0 mit dem Santiago Fischer in der ersten Halbzeit, und ich finde, wir waren erste Halbzeit auch besser. Das war auch verdient in der ersten Halbzeit, die 2-0-Führung. Und das war gut, da waren wir zufrieden. Ein paar Sachen wurden aber noch angesprochen in der Halbzeit, haben wir versucht nachzujustieren. Und dann war in der zweiten Halbzeit, haben wir es einfach nicht mehr so hinbekommen, sie unter Druck zu setzen, im zentralen Bereich dann auch die Zweikämpfe zu gewinnen und umzuschalten und auch mal einen Konter zu setzen. Das haben wir nicht gut zu Ende gespielt, und deswegen war es bis zum Schluss einfach auch ein enges Spiel. Und wenn TSG was hat, dann ist es einfach ein sehr guter Spirit in der Mannschaft, und die hören einfach nicht auf, ja? Auch wenn die 3-0 hinten liegen, jetzt wie gegen Mainz im letzten Spiel. Die spielen einfach weiter und hoffen auf ihre Chance und warten auf ihre Chance. Und das ist schon gut, was ihr da macht, Martin. Ihr habt da eine sehr gute, sehr gutes Kollektiv entwickelt. Aber das haben wir auch entwickelt. Dementsprechend war es halt in der zweiten Halbzeit einfach ein defensiver Kampf, ja, und einfach dagegen halten, ja, und in der Box Mann-Mann nehmen, das, was wir gegen Offenbach jetzt nicht gemacht haben. Und deswegen hat die Mannschaft es sich wieder verdient, dieses zu Null spielen. Und heute muss man einfach ganz klar sagen, und das ist einfach auch das Schöne im Fußball, dass der Aaron Gut einfach an 2 entscheidenden Situationen dann so beteiligt war, dass er den Ball sozusagen gehalten hat oder aus dem gefährlichen Raum rausgeholt hat,
um uns im Spiel zu halten und die 2-0-Führung zu halten. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Wir heben jetzt nicht ab, der Aaron hebt jetzt auch nicht ab, das wissen wir alles. Ja. Aber das ist schon schön, wenn man die Entwicklung von einem Aaron gut sieht. Das ist eigentlich beispielhaft für die Entwicklung, die viele Spieler, viele junge Spieler gemacht haben. Luca Köbele, Jonas Siegert, Fabian Schmid in der zweiten Halbzeit. Also da haben wir schon was ganz Gutes in die Wege geleitet. Und ich hoffe, dass die Jungs uns weiterhin Vertrauen geben, dass wir zum richtigen Zeitpunkt auch einwechseln. Also, Fazit, das war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Erste Halbzeit war mir besser, zweite Halbzeit war TSG besser. Wir haben aber sehr gut dagegen gehalten mit einem guten Torwart heute. Und wir sind natürlich zufrieden mit dem Sieg. Und jetzt können wir die zwei nächsten, oder ja, das nächste Spiel in Steinbach auf jeden Fall mit sehr viel Selbstbewusstsein rangehen. Aber genau, da bin ich auch bei Martin. Auch wir müssen jedes Spiel an die Kante gehen. Auch wir müssen jedes Spiel auf Details achten, damit wir punkten. Und das, was wir gerade aktuell auf der Tabelle sehen, das kommt nicht von alleine. Das ist ganz, ganz harte Arbeit. Wir haben da wirklich sehr viel in die Waagschale reingeworfen. Alle, das ganze Funktionsteam, ich will es gar nicht alle nennen. Aber das ist schon was Außergewöhnliches. Und da darf man jetzt die Erwartungshaltung auch nicht so hoch hängen, finde ich. Ja, also ich appelliere an alle, die jetzt da vielleicht die Pressekonferenz dann anschauen oder die das Spiel anschauen. Oder wir haben eine ganz gute Punkteausbeute, aber das ist harte Arbeit. Wir gehen an die Kante Woche für Woche und das darf man nicht als selbstverständlich sehen. Und das ist mein Appell an alle, die dieses Interview vielleicht auch oder diese Pressekonferenz auch anschauen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Dennis. Gibt es Fragen? Bitte. Meine Frage noch an Dennis. Ihr habt fünfmal gewechselt, schon eine Viertelstunde vor Schluss, das Kontingent voll erfüllt. Woran lag es, dass ihr da so viele wechseln musstet? War das ein Problem, dass vielleicht eine Kraftfrage, dass der eine oder andere so ein bisschen durch war, kräftemäßig? Oder wieso hat es diese Vielzahl an Wechseln bei euch gegeben? Nee, also bei uns halten alle Spiele 90 Minuten durch. Dafür trainieren wir sie jede Woche. Also die sind fit, ja. Aber natürlich muss man auch schauen, dass dann zum richtigen Zeitpunkt auch mal dann ein frischer Spieler reinkommt, der vielleicht nochmal einen Weg mehr mitmacht, ja. Und das haben wir einfach zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel, Santiago Fischer haben wir rausgenommen und haben dafür den Marco Bauer vorne reingesetzt. Das ist ja nicht seine Position. Aber was er macht, der marschiert einfach Viertelstunde. Da wissen wir ganz genau, der läuft jedem Ball hinterher und der setzt nochmal die gegnerische Dreierkette oder, ja, Viererkette auch dann unter Druck und macht es ihnen schwer, den Spielaufbau einfach ohne Probleme da in die Wege zu leiten. Und von dem her haben wir auch Doppelwechsel gemacht, weil wir haben ja in der Halbzeit ausgewechselt. Wir haben ja den Ergi Alertscha rausgezogen, weil er gelb-rot gefährdet war, mit Fabian rein. Und dann, wenn man fünf Spieler wechseln möchte, dann muss man halt Doppelwechsel machen. Ja? Und deswegen haben wir Doppelwechsel auch vorgenommen. Aber alles immer mit Sinn und Verstand. Also ich hoffe, das kam auch so rüber. Kurze Anschlussfrage. Riskiert man dabei aber nicht, dass der Spielfluss dann praktisch ein bisschen verloren geht und der Spielfluss, wenn man so viele schnelle Wechsel macht? Nee, der geht gar nicht verloren. Im Gegenteil, der kann sogar nochmal Aufschub bekommen. Aber ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst, ja, dass wir die Konter nicht zu Ende gesetzt haben. Dann gibt es einfach, das wird analysiert und dann kriegen die Spieler das auch gesagt dann nächste Woche. Ja. Nur ein Beispiel jetzt, ja, wenn ein Spieler den Ball querlegt, dann ist der allein vorm Tor. Und das haben wir halt nicht gemacht, das sind wir 1-gegen-1 gegangen. Haben wir die falsche Entscheidung getroffen, aber das hätte auch der Santiago treffen können, die falsche Entscheidung, oder der Tim Probst. Gibt es weitere Fragen? Das ist wohl nicht so, dann darf ich noch die anderen Ergebnisse bekannt geben. Offenbach gegen Pirmasens 1-0, Elversberg gegen VfB Stuttgart 4-0, Koblenz und Gießen trennen sich 1-1, Alzenau, Waldorf 0-2, Aalen gegen SC Freiburg 1-3, Mainz 2 gleicht in der 97. Minute gegen Steinbach aus, 1-1 Endstand. Groß Asbach, Hoffenheim 3-3 und Homburg gegen Schott Mainz 2-1. Kassel gegen Stadt Allendorf spielt morgen und das Spiel zwischen FSV Frankfurt und SSV Ulm wegen der etlichen Corona-Fälle im Frankfurter Lager verschoben auf 23. März. Ja, dann darf ich mich bedanken bei Ihnen. Martin, euch weiter alles Gute. Ihr spielt jetzt, glaube ich, nächstes Wochenende gegen Sonnenhof Groß Asbach. Dafür viel Erfolg. Danke. Ich hoffe, die beiden Mannschaften sehen sich nächstes Jahr wieder, und zwar natürlich in der Regionalliga.
Ich darf sagen, wir spielen am kommenden Samstag in Steinbach, sicher auch interessant. Und nächstes Heimspiel dann Samstag, 4. März gegen SC Freiburg 2, das Derby. Bis dahin, schönes Wochenende und wie immer, maximale Gesundheit. Tschüss zusammen.